Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich drehe mal wieder einen Vlog. Ich weiß nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe. Es ist schon ein ganzes Stück her, glaube ich. Wir sind gerade im Auwald, glaube ich, ziemlich sicher. Heute ist übrigens Sonntag. Dementsprechend haben wir nicht viel anderes zu tun, außer rausgehen. Keine Ahnung, ich dachte, wenn ich dran denke, nehme ich dann morgen auch noch mal die Kamera mit. Du musst mich erinnern, falls ich nicht dran denke. Ich gebe mein Bestes. Ich habe überlegt, es ist noch nichts wirklich fest oder so. Ich habe überlegt, ob ich morgen mal noch ein Auto angucke oder so. Ich bin mir jetzt noch nicht zu 100% sicher. Ah, was ist da? Wir müssen mal was essen. Nee, wir sind noch gleich da. So, ich will es mal gehen. Das eine sah aus, dieses komische, was du gesagt hast, hier wie sie. Gab's nicht. Das ist komisch. Das gab's nicht. Ja. Aber der eine Kuchen sah so aus, als wäre das da oben drauf. Okay. Aber es ist stachelig. Ja, sowas ist. Weiß ich auch nicht. Zu Null, dass ich noch Zucker habe. Werden wir sehen. Was ist hier drin? Apfel. Apfel. Oh. Gab nichts Vernünftiges. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Morgen. Es ist Montag. Ich bin super motiviert. Ich bin heute früh auch. Ich habe auf Schlummern gedrückt. Aber ich bin dann, bevor der Wecker das zweite Mal geklingelt hat, aufgestanden und habe Rollos hochgemacht. Ich war super motiviert. Ich habe eine lange To-Do-Liste, die muss ich jetzt mir mal suchen. Wir fahren jetzt zum Baumarkt, hatte ich das schon gesagt. Was ich genau vorhabe, ich hoffe überhaupt, dass ich sowas in der Art kriege, was ich mir jetzt vorstelle. Ich hoffe, wir werden reingelassen, aber ich werde definitiv reingelassen. Was du dann machst, ist deine Angelegenheit. Ich bring dir keinen Schalter mit. Ja, super. Soll ich dir vorher vielleicht zeigen, was ich brauche? Nee, wir versuchen es einfach. Ich meine nur, falls ich nicht rein kann, dann zeige ich dir, was ich brauche und dann bringst du das mit. Mal sehen. Ist nicht schwer. Genau. Und dann, also wir sind jetzt zeitlich eigentlich noch relativ gut, aber wir müssen in einer Dreiviertelstunde auf jeden Fall losfahren Richtung Ikea. Wir können auch kurz vorher da sein, das hat beim letzten Mal auch funktioniert, da war ich auch kurz vor Termin da, so 10 Minuten oder so. Das hat funktioniert. Ich werde jetzt nicht eine Stunde oder so vorher da aufkreuzen, aber 10 Minuten, Viertelstunde vorher da sind, dann passt das doch. Ja, es wird schon gehen. Genau. Und dann fahren wir auch Karl abholen, dann haben wir einen straffen Zeitplan, dann fahren wir nach Zwickau und ich glaube, wir sind heute ein bisschen viel unterwegs. Haben wir Zeit, ne? So, Mission IKEA auch erledigt. Ich war eine halbe Stunde zu früh, aber mein Wagen stand einfach nur ganz hinten. Dementsprechend sind wir jetzt super in der Zeit. Ja, ich freue mich voll. Ich zeige euch alles zu Hause. Also, ich habe zwei Pflanzen geholt. Einmal, ich hoffe, das krümelt jetzt nicht, eine Limonadenpflanze. Ich glaube, man kann daraus Limonade machen. Und zum anderen eine Erdbeerminze. Die kommen hier, wo die Tomate jetzt drin ist. Die Tomate, da geht es nicht mehr so gut. Da kommen die hin. So, dann waren wir bei Ikea und haben. Jetzt haben wir die Decke. Und das sind die Schüsseln dazu. 6 solche Gefäße geholt, die dann mit den Decken. Guten Tag. Redest du gerade mit dir selber? Nein. Ach so. Ich kann nicht sagen. Also die Deckel sind für die Schüsseln und das dann für so Mehl und sowas. Wo das dann hinkommt, zeige ich euch dann, wenn die einmal durch den Geschirrspüler gegangen sind und hoffentlich wir hier alle Aufkleber rückstandslos entfernen konnten. Genau, da eine Tasse. Das ist die Tasse zum Besteck, wo wir so die Teller und alles da haben. Hier oben sind nämlich bis jetzt 8 Tassen, da fehlte noch eine, jetzt sind es 9 und ja. Genau. Und dann habe ich im Baumarkt, das hast du auch noch nicht gesehen,
So. Ein, was? Sieht ganz schön dreckig aus. Oder muss das so? Weiß ich doch nicht, was darf im Geschirrspüler? Ein Glas für so Müsli. Das kommt dann auch hier aufs Regal. Das muss halt aber auch nochmal kurz in die Spülmaschine. Genau, was habe ich noch? Achso, ja, ein Kippschalter fürs Bad. Und 5 Liter Erde, die will ich jetzt hier nicht gerade ausladen. Genau. Da noch irgendwas? Nee, ne? Nee, glaube nicht. Genau, wie ich das dann nachher hier alles irgendwie sauber mache und umtopfe. Oh, da freue ich mich ja jetzt schon riesig drauf, wenn hier überall Erde ist. Zeig ich euch. Das hört sich spaßig an. Nachher? Na, ich topfe um und du machst dann sauber. Nein. Ja, wir essen jetzt erstmal und dann fahren wir auch schon Karl abholen. So, wir sind schon wieder auf der Rückfahrt. Das Auto, was wir angeguckt haben, also wir haben dann noch mehrere angeguckt, aber das... Was denn? Er hat gesagt, ich darf es essen. Ich wollte dich jetzt noch fragen, ob ich es aufheben soll. Naja, ach, ist einfach. Das besagte Auto sah echt nicht so gut aus. Also auf den Bildern hat man das halt nicht so gesehen. Ich bin es gefahren. Rückwärts gefahren bin ich nicht so hoch. Rückwärts gefahren bist du auch, ja, ja. Das war jetzt nicht so das Problem. Also der Motor und so, das... klang ziemlich rundlaufend und so. Als du losgefahren bist, hat er ein bisschen Klappergeräusche gemacht. Ja, weil ich nicht anfangen konnte, weil es ein Diesel war und ich erst mal dachte, was geht denn jetzt ab? Okay, dann lag es an dir, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich war echt unfähig, das anzufahren, weil er so anders reagiert hat. Aber also der Motor, das war jetzt nicht so das Ding. Ich habe natürlich keine Ahnung von nichts, ne? Aber was ich jetzt so sagen würde, aber der hatte halt ein paar Stellen, das hatte mir der Verkäufer am Telefon auch gesagt, aber Tim meinte, dass es halt irgendwie komplett verzogen ist oder so, das habe ich gar nicht mit, also das hast du nicht mal vorne geguckt? Das war komplett alles verzogen, schief. Vorne schief. Das habe ich nicht gesehen. Das hat alles, war nicht übereinander und nicht? Nicht übereinander, was? Ja, der Kotflügel zum Beispiel, der war ja komplett andere Farbe. Ja, der war. Und als wäre der komplett nach innen gesetzt gewesen. Also so nach innen verzogen oder so. Oder vorne die. Was auch immer. Sah schief aus und verzogen. Ja, jedenfalls haben wir da noch ein paar andere Autos da angeguckt. Das war natürlich dann. So ein LKW. Da kommt noch ein LKW. Aber das wird nichts. Das ist ein sehr unfähiger LKW-Fahrer. Solange der nicht uns irgendwie. Mhm. Alter. Der fährt sich doch gleich den Spiegel ab. Mhm. Und fliege so trotzdem. Nichts. Ach du meine Güte. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, ihr seht den ja auch hier. Ja, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Soll ich dir mal die Jacke ausziehen? Was? Aber es ist so warm. Ich ziehe mir gleich die Jacke aus. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Und dann kümmere ich mich mal um die ganzen Sachen in der Küche so. Dass das dann irgendwie mal schön wird und umtopfen und so. Ein bisschen Dreck machen. Genau. Ich habe auch gar kein Zeitgefühl, wie spät es jetzt ist. Ja, kurz um 3. Okay, na, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um noch irgendwas zu schaffen. Siehst du was? 10 Minuten nach 3. Okay. Es ist mittlerweile 4 später. Karl ist im Bett und ich habe gerade noch näher kann, weil hier ist es kalt, weil das Fenster ist offen. Ich mache aber gleich das Fenster zu, dann kann ich meine Jacke wieder ausziehen. Ich trockne eben die ganzen Dosen und alles ab. Die sind vorhin mal eben beim 30-Minuten-Programm im Geschirrspüler gewesen. Es ging eigentlich fast alles, außer bei der einen Dose jetzt hier, aber fast alles super ab an Aufklebern und sowas. Und dann, wenn ich die abgetrocknet habe, dann geht es ans Befüllen. Dann zeige ich euch gleich mal, wie das hier oben dann aussehen soll. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Regale hier schon gezeigt habe, die sind nämlich neu und dadurch, dass die jetzt da sind, haben wir mehr Stauraum noch und die Ecke sieht auch nicht mehr so leer aus und deswegen konnte ich jetzt hier noch mal ein bisschen was umbauen, also hier oben bei den Regalen hier. Daher kommt überhaupt wie nennt man das? Sortierungs-, Umdekorierungs-, Aufräumaktion, was auch immer.
vorhin schon gezeigt. So, jedenfalls fangen wir jetzt mal an, die ganzen Dosen hier zu befüllen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irgendwie verzählt habe. Ich hole erstmal alles hierher, was wir dafür brauchen. Schnell. Ich habe das jetzt einfach hier erstmal unbeschriftet hingetan. Man erkennt es ja eigentlich auch. Die könnten, naja, auf dem Video sieht es aus, als wenn die so übelst weit auseinanderstehen, aber ich finde es jetzt eigentlich ganz passend. So, vorher waren die hier. Und zwar hier oben drauf stand das alles. Das sind die kleinen Backzutaten, so Vanillezucker und sowas. Und das hat mich immer gestört, wenn diese Papierverpackungen hier, der ganze Kram, wenn das immer da stand. Jetzt ist hier oben wieder Platz. So, hier sind jetzt die Backzutaten und hier kommt jetzt Müsli rein. Ich habe hier, das ist nicht, dass es draufsteht, aber naja, dieses Müsli, das werde ich jetzt da reinfüllen. Dann haben wir hier 6 Gläser und hier, das sind jetzt gerade nur 3 Stück da, aber es sind die ganzen, die 3 neuen Tassen überhaupt, die da sind. Also da kommen dann noch 9 Tassen hin und fertig. Alles andere ist jetzt hier hochgewandert, was vorher da war. Und ja, ich fülle jetzt hier mal eben noch das Müsli ein und dann... Ja, sieht hier auf jeden Fall schon viel schöner aus. Und jetzt kommen wir zu meiner zweiten Mission. Das wird jetzt ein bisschen eklig. Ich werde es dann gleich über dem Waschbecken machen. Meine schöne Tomatenpflanze hat es nicht so ganz überlebt. Und ich muss die jetzt hier erstmal irgendwie abkriegen. Die ist auch übelst eingestaubt. Ob ich dieses coole Gitter hier behalte, ist auch die Frage. Weil eigentlich finde ich das optisch ganz schön. Ups. Und oh, fällt jetzt um. Nee, geht so. Das ist auch ein bisschen angegammelt. Das absägen könnte. Ich will jetzt nicht, dass das Gammelige da in den neuen Kräutern drin ist. Ich weiß es auch noch nicht, ob ich das jetzt behalte oder nicht. Huch. Ich muss die jetzt irgendwie mal in den Müllsack, oder ich mache einen neuen Müllsack mit der Tomate und der ganzen Erde. Das erstmal hier rauskriegen. Dann muss ich diesen kleinen Blumenkasten mal ein bisschen sauber machen. Und dann füllen wir da die neuen Pflanzen rein, die hoffentlich diesmal ein bisschen länger leben. Eintopfen ist echt nicht mein Hobby, Eintopfen oder Umtopfen. Und ich muss dringend diese Schilder da hierbei behalten, damit ich weiß, welche Pflanze welche ist. Rechts ist die Erdbeermünze. Jetzt gerade rechts, aber ich stecke dann einfach danach die Schilder wieder rein. Entschuldigung, Pflanze. Jetzt war das hintere, war die Erdbeermünze hoffentlich. Das musst du wissen. Ja, ich glaube schon. Entschuldigung. Aber. Das kommt ein bisschen verzögert. Wo ist das Wasser los? Drüben noch. So, und das andere war die Limonadenpflanze. Ich zeig das jetzt mal so. Also, ich habe die jetzt so hintereinander eingetopft und das logischerweise hintere Schild ist für die Pflanze davor. Also. Ich denke mal, man kann das ja essen. Wenn man daraus Tee machen kann, kann man es doch wohl essen, oder? Bist du dir sicher? Klar. Ich würde vorher überlegen. Das schmeckt wie Sprite. Das hört sich relativ logisch an irgendwie. Sprite zum Kauen. Ja, Minze kann man definitiv essen. Du willst es nicht kosten? Ja, komm doch her. Das ist was? Das ist Limonade. Bist du sicher, dass es essbar ist? Schmeckt übelst nach Dünger, Alter. Das
schon mal Dünger gegessen? Dann möchte ich das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich hoffe, dass ich es jetzt ein bisschen mehr schaffe, wieder regelmäßiger Videos zu machen. Das ist übelst widerlich. Nein. Ich habe mir das sehr vorgenommen, weil mir macht das so viel Spaß. Und ja, wenn man etwas will, dann schafft man das auch. Oder dann kriegt man das auch hin oder was auch immer. Meistens. Immer. Ja, immer. Ich wollte nur was Dummes sagen. Ja, dann bis zum nächsten Video.